Also nach zwei Punktspielen, die wir bisher gespielt haben, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Wir haben zwar nicht das Optimale rausgeholt, das wären 6 Punkten, war möglich in Mainz. Aber man muss dazu sagen, wenn man auswärts einen Punkt holt, ist das völlig okay. Wir haben ja ein schönes Heimspiel gehabt gegen Schalke 04, wichtige 3 Punkte geholt. Und ich will natürlich hoffen, dass wir das gegen den HSV wiederholen können. Ja, es ist für beide ein Spiel, das wegweisend ist. Für uns, wenn wir gewinnen sollten, bedeutet das, dass wir uns festkrallen. Oben in der Tabelle würde natürlich wunderbar sein, wenn man als Hannover 96-Fan mal von ganz oben winken kann. Aber für Hamburger SV ist natürlich so, dass dieses Spiel für sie auch richtungsweisend ist. Der Start war ja nicht so gut in die Saison für den HSV, wenn ich nur an das Heimspiel 0-3 gegen Paderborn erinnere. Sie haben Neuverpflichtungen bekommen, die wirklich gut sind. So ein Holtby, der wird die Mannschaft sicherlich verstärken. Und es wird ein interessantes Spiel heute werden. Denn wie gesagt, es geht für beide Vereine um sehr viel. Ich hoffe natürlich immer auf die Unterstützung der Zuschauer. Das war bisher immer unser 12. Mann. Und ich hoffe, dass wir nach dem Spiel feiern können. Und egal eigentlich, wie der Trainer sich entscheidet, ob er nur mit 2 Stürmern oder 1 Stürmer und einen dahinter. Also ich meine, die Mannschaft ist so kompakt und so gut, dass sie wirklich jederzeit den HSV schlagen kann. Mein Tipp ist für heute, dass wir 2-0 gewinnen. Und dann können wir, liebe Fans, mal wirklich alle von ganz oben winken.